Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute gleich drei Knoten an, die für das Verbinden von Seilen hervorragend geeignet sind. Wie immer ist nicht jeder Knoten für jede Anwendung gleich gut geeignet und wir sollten jeden Knoten auf unsere Aufgabe auswählen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir legen mit beiden Seilen zwei Buchten, führen diese zusammen und verschränken die blaue Leine hinter der roten Bucht. Jetzt stechen wir mit der unteren blauen Leine von unten durch das entstandene rote Auge. Wir ziehen das Seil ganz durch und richten uns den Knoten schon mal ein wenig vor. Wir nehmen das rote Auge und legen einen Kreuzturn und achten auf ein ausreichend großes Auge. Jetzt stechen wir von oben mit dem blauen Seilende durch das eben neu gelegte rote Auge und ebenso mit dem anderen blauen Seilende. Jetzt richten wir wie immer unseren Knoten etwas, bevor wir ihn dicht holen, also zuziehen. Damit ist unser Knoten fertig gelegt. Wir legen eine Bucht mit unserer ersten Leine. Dann stechen wir von hinten mit der anderen Leine durch die Bucht durch und führen die Leine unter der anderen hindurch. Dort ziehen wir uns ein wenig Leine ab und stechen von oben durch die Bucht zurück. Beim Dichtholen des Knotens sollten wir auf genügend Überstand der Leinenenden achten, um ein Aufziehen zu verhindern. Somit ist der Reffknoten auch schon fertig. Wir legen als nächstes den Spierenstich. Um diesen Knoten zu knüpfen, nehmen wir zwei Leinen und legen diese nebeneinander. Wir starten mit einem einfachen Überhandknoten in der ersten Leine und achten hier auf etwas Überstand beim Seilende. Dann stechen wir von oben in das Auge und ziehen uns ein wenig Seil ab. Wir tauchen mit dem Seilende unter dem stehenden Ende der anderen Leine durch und bilden oben einen neuen Überhandknoten. Wir holen die Knoten einzeln dicht und ziehen beide Seilenden vorsichtig aufeinander zu, bis die beiden Überhandknoten sich gegenseitig sichern. Beim letzten Dichtholen zieht der Knoten sich schön zu und bildet die gegenüberliegenden Seilenden. Damit ist der Spierenstich fertig.